So, wir kommen gerade vom Flohmarkt. Gut, dass ich gestern Abend noch Kürbissuppe vorgekocht habe. Nur warm gemacht. Jetzt gibt's Essen. Frühstück war heute ja nicht ganz wie erträumt. War doch keine Zeit mehr für einen Bananenshake. Also gab es ordentlich Brötchen diesmal. Vollkornbrötchen selbst gebacken. Mit Honig. Ja, Salat muss jetzt erstmal ausfallen. Ich habe so einen Hunger. Das ist erstmal wichtiger. Und den gibt es wahrscheinlich zum Nachmittag, Abend heute mit Obst. Okay. Ja, nochmal die Elbe hier. So häufig sind wir ja nicht hier. Da ist unser Schatten. Wir sind gerade unterwegs und leider hat mich der Hunger überkommen. Aber ich habe in weiser Voraussicht schon Äpfel und Bananen mitgenommen. Die werde ich jetzt verspeisen. Aber ich denke, es kommt daher, dass ich heute Morgen einfach nicht gut genug gegessen habe, weil wir los mussten zum Flohmarkt. Und heute Mittag hatte ich so einen Hunger. Da war ich dann noch gut gesättigt von der Kürbissuppe. Aber es ging jetzt schnell wieder durch. Ja, heute ist eben leider kein so ein perfekter Tag, aber aus Fehlern lernt man und ja, ich werde mich besser vorbereiten. Gut, das nur kurz so. Wir genießen jetzt noch hier die Sonne. Mein Mann ist gerade mit unserer Tochter auf dem Spielplatz. Da war ich auch eben. Und eben jetzt am Essen. So, da bin ich nochmal zurück. Frisch gestärkt. Apfel habe ich gegessen und zwei Bananen. Und gleich zu Hause mache ich mir auf jeden Fall noch einen schönen Bananenshake. Und ja, Salat. Teller fehlt ja auch noch für unser Grünzeug. So, aber ich wollte jetzt eigentlich schon mal, ich weiß nicht, ob ich nachher noch schaffe zu drehen. Ich wollte ein Zwischenfazit machen für den zweiten Tag und einen Rückblick nochmal auf den ersten. Also, was mir aufgefallen ist oder was ich gemerkt habe, was mir fehlt, was ich gar nicht dran gedacht habe. Oder nur entfernt. Sport. Aber, ja, ich bin den ganzen Tag auf den Beinen mit meiner Kleinen und heute waren wir noch beim Flohmarkt hin und her, jetzt mal auf der Elbe hin und her gelaufen, also auf dem Elbdeich hier gesagt. Gestern habe ich geschafft, eine Viertelstunde zu tanzen, so, das ist das Liebste, was ich mache und das kann ich auch nebenbei machen, auch wenn meine Kleine das spielt und so. Aber viel jetzt irgendwie weggehen, rausgehen, irgendwas machen, ist nicht als Mami. Ja, wenn man sein Kind nicht irgendwo hingeben möchte, kann. Ja, deswegen, ich möchte natürlich Sport zu Hause machen. Muss mal gucken, wie ich das einrichte. Aber ich mache mir da jetzt auch nicht so einen Druck, sondern diese Ernährungsform, die soll ja auch High Carb, soll auch funktionieren, auch ohne Sport. Natürlich effektiver und für einen gesunden Lebensstil ist natürlich sportliche Betätigung oder überhaupt Aktivität im Leben wichtig. Und ich denke, dass dieser Drang auch noch kommen wird. Umso fitter ich bin, umso weniger Fett ich in meinem Körper dran habe, ja, umso leichter wird es fallen und umso eher habe ich bestimmt Lust dazu. Also ich denke mal, das wird kommen. Und dann muss ich gucken, wie ich das mache. Ich werde euch auf jeden Fall am Laufenden halten oder auf dem Laufenden halten, wie es sportlich weitergeht. Ja, aber das ist mir jetzt aufgefallen, dass ich das eben gar nicht so gemacht habe. Und ich beneide so ein bisschen die Leute, die immer morgens gleich schon irgendwie joggen oder Fahrrad fahren und so. Das kann ich nicht, weil ich bin Mami und das bin ich mit vollem Herzen. Und ich kann, wenn dann, in der Wohnung irgendwas machen. Zur Zeit. Ja, und ansonsten wollte ich Zwischenfazit, hatte ich ja eben schon mal gesprochen, leider heute ein bisschen Hunger gehabt, das, so soll es nicht sein. Dafür war gestern der Tag, ja, für mich perfekt, garantiert noch viel zu wenig Kalorien. Aber mein Körper muss sich erstmal dran gewöhnen, ich kann nicht anfangen gleich mit einem Shake aus 10 Bananen, das ist mir zu viel. Also da gestern waren ja im Shake 4 Bananen morgens und abends sogar 4,5. Das reicht erstmal. Ja,
ich möchte es langsam steigern und gucken, dass ich einfach noch länger auch satt bleiben kann und noch mehr Power und Leistungsfähigkeit habe. Aber das wird sich eben zeigen, wie sich das alles entwickelt. Gut, vielleicht nachher noch mal kurz ein Statement zum ganzen Tag. Ansonsten, wir genießen noch ein bisschen die Abendsonne und dann geht's nach Haus. Gut, tschüss. Nur noch ganz kurz einmal zum Schluss. Und zwar, ja, was gibt es heute zu sagen? Das, was ich mir vorhin vorgenommen habe, das hat nicht mehr so funktioniert. Das war doch schon viel, viel später, als ich dachte. Und wir kamen sehr spät nach Hause. Meine kleine Tochter war sehr müde und das ging dann erstmal vor. Ja, mit Shake, Salat war nichts mehr, dass noch ein bisschen Kürbissuppe da war. Ja, leider nur noch eine Schüssel. Dann gab es noch 3 Reiswaffeln und ja, habe gedacht, jetzt reicht es erstmal für heute. Der Tag ist eben nicht so prickelnd gelaufen, aber es war wahrscheinlich auch nicht ganz genug. Aber es stimmte wenigstens von den Verhältnissen, die ich habe, das schon, aber ansonsten eben leider nicht so alles. Aber morgen ist ein neuer Tag, wir können üben oder ich werde üben. Und das versuchen zu verbessern. Aber solche Tage sind eben manchmal, wenn man unterwegs ist und noch nicht so vorbereitet ist, dann passiert das eben. Gut, aber nichts Falsches, alles richtig gemacht in meinen Augen. Gut, und jetzt bin ich ehrlich gesagt auch müde, gehe ins Bett. Es ist gerade erst 20:30 Uhr, aber heute Morgen sind wir sehr früh aufgestanden. Ja, das reicht mir heute. Und soll ja auch so ein Lifestyle-Sache sein mit dem früh zu Bett gehen, ausgeschlafen sein. Kann ich wohl nicht immer machen, aber heute mache ich's. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht!